Grüß Gott und herzlich willkommen zur ersten echten Online-Lerneinheit zur Didaktik der Geometrie. Wir machen heute da weiter, wo wir in der Präsenzlehrveranstaltung begonnen haben. Es geht also darum, einen Überblick über die Lehrplaninhalte, die mit der Geometrie verbundenen Ziele und Kandidaten für globale Ideen der elementaren Geometrie zu bekommen. Nun wäre der naheliegende Startpunkt für so eine Untersuchung der Lehrplan bzw. das Curriculum. Wir liefen allerdings Gefahr, angesichts der umfangreichen Lehrstoffangabe den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Hinzu kommt, man kann das, was im Curriculum steht, nur bedingt für bare Münze nehmen. Auf dem Weg zum Lernenden ist das Curriculum mehreren Transformationen ausgesetzt. Da sind zunächst einmal Lehrpersonen oder Schulbuchautoren, die das Curriculum lesen und vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen interpretieren, Auswahlen treffen und Schwerpunkte setzen. Was danach vom Lehrplan übrig bleibt, nennt man intendiertes Curriculum. Und dann schreiben die Schulbuchautoren ein Schulbuch, beziehungsweise die Lehrpersonen planen und halten einen Unterricht. Dieses Schulbuch und dieser Unterricht sind auch keine 1:1 Umsetzung des intendierten Curriculums. Schon deshalb, weil jetzt alles viel konkreter und kleinteiliger werden muss. Aber auch wegen der Zwänge der Praxis, Vorgaben des Schulbuchverlags etc. pp. Was jetzt übrig bleibt, heißt tatsächliches Curriculum oder enacted Curriculum. Kommen wir zu den Lernenden. Auch diese verarbeiten das, was Schulbuchautoren und Lehrpersonen für sie vorbereitet haben, notwendig vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung, machen ihr eigenes Ding aus dem, was ihnen angeboten wird. Was dann jetzt noch übrig ist, das nennt man realisiertes Curriculum. Daran kann man auch prinzipiell nichts ändern. Sie erinnern sich vielleicht, in Grundfragen des Mathematikunterrichts hatte ich aus Fisch ist Fisch als Metapher für Konstruktivismus vorgelesen. Wenn der Frosch dem Fisch vom Vogel erzählt, kann der Fisch das nur vor dem Hintergrund seiner Erfahrung verstehen und sieht im Kopf dann einen Fisch mit Flügeln. So ähnlich geht es den Lernenden mit der Geometrie. Wir drehen daher den Spieß heute um und beginnen mit dem realisierten Curriculum von Lernenden, wobei ich mich auf eine Studie von Andelfinger vom Ende der 1980er Jahre beziehe. Die interviewten Lernenden sind also im Wesentlichen meine eigenen Altersgenossen. Andelfinger organisiert deren Vorstellung von Geometrie in einer Lernerinnen-Landkarte. Von links nach rechts bewegen wir uns dabei durch die Lernbiografie. Den Schwerpunkt macht dabei in der 7., 8. Schulstufe die pingelige Puzzle-Geo aus. Hier geht es um das aus Lernendensicht übertrieben penible Konstruieren mit Zirkel, Lineal und Geodreieck, das Verfassen von Konstruktionsbeschreibungen und das genaue Argumentieren und Begründen. Aus Sicht der Lernenden ist das Aufschreiben von Beweisen eine davon völlig unabhängige Tätigkeit, bei der man insbesondere nichts benutzen darf, was man eh schon sieht oder weiß. Die Zeichen-, Bastel- und Mal-Geo der 5. und 6. Schulstufe einerseits und die aus Trigonometrie, Körper- und Ähnlichkeitsberechnungen bestehende Exoten-Geo der 9. und 10. Schulstufe andererseits sind mit der Puzzle-Geo einzig durch die Überschneidung mit einer Formel-Geo verbunden. Hierunter fallen für die Lernenden alle Aufgaben, bei denen man Figuren in Formeln verwandeln und anschließend berechnen soll. Da schließlich Textaufgaben hier als Sonne dargestellt werden, symbolisiert vereinzelte Lichtblicke in den verschiedenen Teilgeos. Wie schaut es nun bei den Lehrpersonen Ende der 1980er Jahre in Deutschland aus? Auch diese sehen den Schwerpunkt in der 7., 8. Schulstufe. Intendiert ist hier eine strenge Hauptgeometrie, die dann mit alltagsbedingten Abstrichen zu realisieren versucht wird und für die Lernenden tatsächlich, wie gesehen, in pingelige Puzzle-Geo, Beweis-Geo und Formel-Geo zerfällt. Die Geometrie der 5. und 6. Schulstufe
ist aus Lehrpersonensicht eine Propädeutik der Hauptgeometrie. Wo die Lernenden nur eine Verknüpfung über Formeln sehen, intendieren Lehrpersonen eigentlich eine Verankerung der geometrischen Begriffe im Denken der Lernenden und eine Gewöhnung an den Umgang mit Zeichengeräten. Ziemlich einig sind sich dann alle bei der Trigonometrie, Ähnlichkeit und den Körperberechnungen, die auch für Lehrpersonen den Status einer Zusatzgeometrie haben. Mit dem Unterschied, dass den Lehrpersonen eine vorbereitende Funktion für analytische Geometrie und Analysis in der Oberstufe bewusst ist. Andelfinger konnte zudem bei den Lehrpersonen idealtypisch zwei Auffassungen über die Natur der geometrischen Objekte unterscheiden, die zu deutlich unterschiedlichem Unterricht führen und für uns eine epistemologische Hürde markieren, über die wir immer wieder stolpern werden. Lehrende mit idealer Gegenstandsauffassung gehen davon aus, dass geometrische Gegenstände und Begriffe in der Wirklichkeit zwar Modelle besitzen, aber im Grunde idealisierte Objekte sind, nur in unseren Vorstellungen vorhanden. Objekte der Umwelt weisen auf die Idee, die hinter diesen Objekten steht. Alles das, was man an die Tafel oder ins Heft schreibt, bleibt dann immer irgendwie auf Distanz zu dem eigentlichen Gegenstand, dem Dreieck, dem Punkt, den man nicht sehen kann. Man soll zwar so genau wie möglich zeichnen, doch das Ideal erreicht man trotzdem nie. Auf der anderen Seite des Spektrums verortet Andelfinger Lehrpersonen mit relationaler Gegenstandsauffassung. Diesen geht es nicht um irgendwelche idealen Objekte hinter realen Dingen, sondern um einen beziehungsreichen Umgang mit Erscheinungen der Umwelt. Eine Gerade ist nicht primär gerade oder gerade, sondern auf ihr können Punkte liegen oder andere Punkte nicht. Sie kann zu anderen Geraden senkrecht stehen, parallel sein, sie schneiden, man kann gerade visieren und so weiter. Die Frage, welche Bedeutung den beiden Standpunkten für das Lernen von Geometrie zukommt, kann man beinahe als eine Gretchenfrage der Geometriedidaktik bezeichnen. Sie begleitet diese schon lange und bis heute. Alexander Israel Wittenberg ergreift für die Erstbegegnung mit Geometrie 1963 deutlich Partei für die relationale Auffassung, wenn er sagt, dass es dort um die Figuren gehe, die wir ins Heft und an die Tafel zeichnen und an der Welt um uns an Feldern, Häusern und Gebrauchsgegenständen entdecken. Von Axiomen, Beweisen, Punkten ohne Dicke und Linien ohne Ausdehnung zu reden, erscheint ihm zu diesem Zeitpunkt des Lernprozesses aufgezwungen und fehl am Platze. Was nicht heißt, dass er dann später, wenn es um die Entdeckung irrationaler Streckenverhältnisse geht, etwa von Seiten- und Diagonalenlänge im Quadrat, mit den Lernenden nicht doch einen deutlichen Schritt in Richtung idealer Gegenstandsauffassung machen möchte. Bei Erich Christian Wittmann findet man unter den Labels Praxisaspekt und Theorieaspekt eine ganz ähnliche Unterscheidung. Geometrie liefert und entwickelt Werkzeuge zur Konstruktion geometrischer Modelle, räumlicher Situationen und zur Lösung praktischer Probleme. Das nennt Wittmann Praxisaspekt. Geometrie entwickelt aber auch Theorien darüber, welche Modelle überhaupt möglich sind, erforscht rein innermathematische Zusammenhänge, also Sätze, und Verfahren, insbesondere Konstruktionen, und begründet diese durch logische Schlüsse. Das nennt er Theorieaspekt. Das Blöde ist nun, geometrische Modelle kann man immer im Sinne beider Aspekte betrachten. Problematisch wird das, wenn die Lehrperson einen Aspekt intendiert, Lernende aber den anderen im Blick haben. Nach Wittmann zeigt sich das vor allem beim subtilen und didaktisch schwierigen Problem der Begründung geometrischer Sachverhalte, wo Lernenden beständig nicht klar ist, was sie denn nun in einer Beweisfigur sehen und erkennen sollen und was nicht. Wir kommen später noch darauf zurück. Wie komme ich nun dazu, dem Spannungsfeld relationale und ideale Gegenstandsauffassung den Status einer epistemologischen Hürde zuzuweisen? Nun, im Hintergrund kann man zwei philosophische Grundpositionen vom Wesen der Mathematik sehen. Mit Willi Dörfler gesagt, Platonisten gehen davon aus, dass Mathematik Aussagen über Ideale,
absolute und unveränderliche Ideen trifft. Die idealen Objekte der Mathematik existieren dann unabhängig von unserem Denken. Sätze über sie müssen daher wahre Aussagen sein. Empiristen sehen das Gewordensein mathematischer Begriffe, ihre Veränderbarkeit und ihre Relativität bezüglich der Erfahrungswelt. Aussagen der Mathematik sind dann nicht einfach wahr oder falsch. Sie bewähren sich mehr oder weniger gut in der Erfahrungswelt und sie werden dann entsprechend als gültig angesehen, wenn sie sich bewähren. Offenbar korrespondieren beide Grundpositionen ziemlich gut mit unseren beiden Gegenstandsauffassungen. Sie sind allerdings ziemlich diametrale Gegenpositionen, die man philosophisch nicht gut unter einen Hut bekommt. Das soll uns für den Moment aber nicht weiter stören. Wenn Sie mehr erfahren möchten, kann ich Sie auf die Lehrveranstaltung Philosophie der Mathematik verweisen, die im kommenden Sommer sogar Willi Dörfler höchstpersönlich abhält. Die ersten 10 Minuten sind nun rum, Zeit für ein paar Verständnisfragen. Kommen wir nun aus den philosophischen Höhen zurück auf den Boden der Tatsachen des österreichischen Lehrplans. Im Abschnitt Unterrichtsziele und Inhalte lassen sich 4 übergreifende Beschreibungen finden. Mit grundlegenden geometrischen Objekten und mit Beziehungen zwischen diesen Objekten vertraut werden, zeichnerische Darstellung von Ebenen und räumlichen Gebilden anfertigen können, räumliches Vorstellungsvermögen entwickeln und Längen-, Flächen- und Volumensberechnungen durchführen, geeignete Sachverhalte geometrisch darstellen und umgekehrt solche Darstellungen deuten können. Meine ehemalige Kollegin Gerda Jurkovic, die jetzt Wuchins heißt und am BAG Fichtring unterrichtet, merkt zu diesen Inhaltsbereichen an, dass einige sehr vage Begriffe verwendet werden, die später auch nicht wirklich konkretisiert werden. Was sind zum Beispiel Ebene und räumliche Gebilde? Oder was sind geeignete Sachverhalte, die geometrisch darzustellen sind? Welche Sachverhalte sind eigentlich ungeeignet? Und räumliches Vorstellungsvermögen, das findet auch eh jeder super, aber stellt sich halt auch jeder etwas anderes darunter vor. Hilft also nichts, wir müssen uns auch mit den Bäumen, also der Lehrstoffangabe, beschäftigen. Dort ist nun gar nicht mehr von Geometrie, sondern nur mehr von Arbeiten mit Figuren und Körpern die Rede. Vielleicht ein erster Hinweis auf eine im Wesentlichen relationale Gegenstandsauffassung. Gerda hat dann freundlicherweise aus den ganzen Spiegelstrichen in der Lehrstoffangabe 3 wiederkehrende Aspekte herausgefiltert, die wir jetzt gleich noch farblich kodieren. Es geht um erstens Rot, Wissen über geometrische Figuren, Körper, Begriffe und deren Eigenschaft, die G und Erkannt beschrieben, untersucht und begründet werden sollen. Wobei das Wort Beweisen gemieden und Begründungen überhaupt nur an 2 Stellen gefordert werden, bei der Kongruenz und beim Pythagoras-Satz. Es geht um zweitens Grün, die Erzeugung grafischer Darstellungen im weitesten Sinne. Skizzieren, Konstruieren, Maßstabszeichnungen, Gebrauch von Zeichengeräten. Also im Sinne der lernenden Vorstellung um Mal-Bastel-Zeichen-Geo plus ein bisschen pingelige Puzzle-Geo. Schließlich gibt im Blau auch die Formel-Geo ihr Stell-Dich-Ein. Bestimmung von Längen, Flächen und Rauminhalten, die fast immer auf Berechnungen und Formeln hinauslaufen. Zoomen wir mal an die 2. Klasse heran und schauen uns mit Gerda die 3 Aspekte an. Während geometrisches Wissen und grafisches Darstellen hier stets in enger Verknüpfung auftauchen, ist die Formel-Geo sehr klar abgesetzt mit eigenen Spiegelpunkten vertreten. Ob das nun Zufall oder Absicht ist, in allen Klassen gleich oder unterschiedlich, ist dann eine Frage, die Gegenstand der Hausübung ist. Wir wechseln hier nun zu den Zielen des Geometrieunterrichts. Wir fangen ganz global mit Argumenten für Geometrieunterricht an, die ich mir aus einem Skript zur Geometriedidaktik von Matthias Ludwig geborgt habe. Das beginnt ganz pragmatisch mit der unmittelbaren Lebensvorbereitung und der Berufsvorbereitung. Es schwant einem da schon, Herr Ludwig hat seinen Heimann gelesen. Umwelterschließung im Sinne von Heimanns Weltorientierung darf auch nicht fehlen
und die Bedeutung in anderen Wissenschaften, den Künsten und auch Geometrie als eigenes Kulturgut lassen sich entweder ebenso der Weltorientierung oder der Stiftung kultureller Kohärenz zuordnen. Wenn Sie jetzt sagen, Heimann, wer? Kulturelle Kohärenz? Was denn das für ein Schaß? Keine Sorge, es gibt nachher einen optionalen 30-Sekunden-Crashkurs zu Hans-Werner Heimanns Bildungstheorie. Auffällig ist, wir bewegen uns hier nahezu vollständig innerhalb des relationalen Paradigmas. Für Geometrie als Theorie wird hier eigentlich nicht votiert. Fehlen dürfen bei Ludwig natürlich auch die eher formalen Bildungsziele nicht. Händisches Zeichnen können, sich den berüchtigten Raum anschauen, denken bzw. zumindest begrifflich und logisch denken lernen, Problem lösen und Kreativität befördern, auch hier vor allem gut, wenn über die Mathematik hinauswirkend. Gerade da steht das Argument empirisch, aber auf ertönernen Füßen. Holen wir uns eine zweite Meinung ein. Ich spule mal ein paar Jahrzehnte zurück. Moment! Gerhard Holland benennt insgesamt 5 Aspekte der Geometrie. Geometrie als Lehre vom Anschauungsraum ist im Wesentlichen die praktische Geometrie nach Wittmann, beziehungsweise die relationale Gegenstandsauffassung im Sinne von Andelfingers Lehrperson. Geometrie als deduktive Theorie ist dann der Theorieaspekt nach Wittmann, mindestens also Softcore-idealistische Auffassung, Schema, Definition, Satz, Beweis. Geometrie als Übungsfeld für das Problemlösen hat vor allem in Ungarn, dem Heimatland von Polja, aber auch bei unseren Genossinnen und Genossen im Ostblock eine lange Tradition. Geometrie gilt als gutes Übungsfeld, weil man hier auf visueller Ebene schnell einmal überraschende Zusammenhänge aufdecken kann, bei denen man zwischen einer Schulstunde und ein paar Jahrhunderten knobelt, bis jemand auch eine passende Begründung für diese überraschenden Zusammenhänge parat hat. Und dann haben wir noch Geometrie als Vorrat mathematischer Strukturen. So richtig Hardcore Strukturmathematik also. Hey, Ding Dong McFly, jemand zu Hause? Die 1960er haben gerade angerufen, die hätten gern dein Hemd und ihr Lernziel wieder zurück. So, jetzt mal im Ernst. In den späten 1960er Jahren hat man unter dem Stichwort neue Mathematik versucht, Mathematikunterricht dafür zu nutzen, strukturmathematische Begriffe wie den der Gruppe, der Abbildung und allgemein die Mengensprache breit einzuführen, auch in der Geometrie. Holland hält dann in seiner Neuauflage von 2007 schon fest, dass die beiden hier blau hinterlegten Aspekte eigentlich nur mehr im Gymnasium und auch da eher ergänzend bedeutsam sind. Leicht umgelabelt zu Geometrie und die Grundlagen wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens kennenlernen, finden Sie sich auch noch 7 Jahre später bei Hans-Georg Weigand. Der bezieht sich ausdrücklich auf das Bildungskonzept von Heinrich Winter. Bevor wir zu Winter, dem Lehrplan und den Standards kommen, zunächst die Frage: Hätten Sie gerne den Crashkurs zu Hans-Werner Heimanns Bildungskonzept? Heimann formuliert 7 allgemeinbildende Perspektiven auf den Unterricht, die ich hier mit Brügelmann in 3 Gruppen zusammenfasse. In Gruppe A haben wir Teilhabe an der Welt, wie sie ist, unmittelbare Lebensvorbereitung, also Dinge lernen, die auch Nicht-Mathematikerinnen und Nicht-Mathematiker im Alltag ganz praktisch gut gebrauchen können, plus einen Eindruck davon bekommen, wie Mathematik mit der Gesamtkultur und Lebenswelt vielfältig verknüpft ist. Wozu Heimann auch die Thematisierung von zentralen Ideen empfiehlt, die Schnittstellen zwischen Mathematik und Lebenswelt darstellen. Da wäre zum Beispiel das Messen zu nennen oder das funktionale Denken. Und die auch als rote Fäden in der Mathematikgeschichte gelten können. Gruppe B enthält dann nicht mehr unmittelbar lebenspraktisch Verwertbares, das als Horizonterweiterung zu einer breiten Aufklärung beitragen soll. Weltorientierung ist dabei der materiale Anteil. Hier soll man mathematische Anwendungen in anderen Wissenschaften exemplarisch erkunden und ein Gespür dafür bekommen, welche Fragen man in der Welt mathematisch bearbeiten kann und welchen Nutzen und Schaden das mit sich bringen kann. Kritischer Vernunftgebrauch ist dann die realistische Wendung des pauschalen
die sollen denken lernen, Ziels. Formale Bildung im Grunde genommen und seit dem alten Kant im Angebot, wobei Heymann ausdrücklich in Frage stellt, ob Mathematik wirklich immer Verstärker des Alltagsdenkens und nicht oft auch Scheuklappe ist. Mit Gruppe C, der persönlichen Sinnfindung und der Akzeptanz sozialer Normen, ist dann ein seit Anfang des 19. Jahrhunderts schwelendes Spannungsfeld der Allgemeinbildung angesprochen. Verantwortungsbereitschaft, Kooperation und Verständigung fördernd und das Ich der Schülerinnen und Schüler stärkend, wirkt Mathematikunterricht wohl vor allem durch eine entsprechende Unterrichtskultur. Ja, oder eben negativ durch das Fehlen einer solchen. Wobei uns in der Geometriedidaktik ästhetisches Empfinden und Kreativitätsanregung dann auch gerne mal als ich-stärkende Merkmale angepriesen werden. So, der Crashkurs ist jetzt zu Ende. Next Stop, Heinrich Winter. Hans-Georg Weigands drei Ziele mit Geometrie die Umwelt erschließen, Geometrie und die Grundlagen wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens kennenlernen und mit Geometrie Problemlösen lernen, sind nahezu 1:1 Bezüge zu Heinrich Winters berühmten, tendenziell etwas übernutzten drei Grunderfahrungen. Erscheinungen der Welt um uns, die uns alle angehen oder angehen sollten, aus Natur, Gesellschaft und Kultur in einer spezifischen Art wahrzunehmen und zu verstehen, mathematische Gegenstände und Sachverhalte, repräsentiert in Sprache, Symbolen, Bildern und Formeln, als geistige Schöpfungen, als eine deduktiv geordnete Welt eigener Art kennenzulernen und zu begreifen und schließlich in der Auseinandersetzung mit Aufgaben, Problemlösefähigkeiten, die über die Mathematik hinausgehen, zu erwerben, und die nennt man eben auch heuristische Fähigkeit. Ich tue jetzt mal so, als wären die selbsterklärend. Wir holen die dann zum Teil später nochmal gezielt hervor. Wir schauen jetzt erstmal, wie das im Lehrplan ausschaut. Ah, da hat noch wer vom Winter abgeschrieben. Aber offenbar etwas vergessen. Ein zweiter Hinweis darauf, dass der Lehrplan wenig mit der idealistischen Gegenstandsauffassung bzw. dem Theorieaspekt der Geometrie anfangen kann. Denn genau die wäre ja sehr deutlich mit Winters Mathematik als eine deduktiv geordnete Welt eigener Art angesprochen. Naja, schauen wir mal, was die Bildungsstandards M8 gerne hätten. Okay, da haben wir wieder die Lebensvorbereitung. Ja, und dann haben wir noch Anschlussfähigkeit, wo da jetzt gemeint ist, dass man in der Unterstufe halt dann so lernen soll, dass man später in der Oberstufe und im Beruf und überhaupt noch gescheit weiter lernen kann. Das muss jetzt auch nicht zwingend theoretische Geometrie heißen. Allenfalls, wenn man meint, das wäre wichtig, weil es sonst in der analytischen Geometrie nicht wirklich hinhaut. Ist aber auch nicht arg überraschend. Standards definieren ein Bildungsminimum. Schon bei Holland waren die stark theoriebezogenen Ziele aber eher nett zu haben als muss unbedingt sein. Okay, mehr als 30 Jahre Ziele des Geometrieunterrichts im Zeitraffer, da wird es Zeit für ein paar Verständigungsfragen. Wir kommen zum letzten Teil, globale Ideen der Geometrie. Wobei der wesentlich in der Hausübung vertreten ist, ich sage hier nur kurz, worum es da geht und kann mich endlich auch mal ganz ironiefrei selbst zitieren. Fons bezeichnet als mathematische Idee einen entscheidenden Gedanken, den man hinter gewissen Strategien, Techniken, Denk- und Handlungsmustern auszumachen sucht. Den Versuch, eine Antwort auf die Frage nach dem springenden Punkt oder dem Verstehen ermöglichenden Kern einer Sache. Fons bezieht sich dabei unter anderem auf Alfred North Whitehead, der zum Beispiel unter der Idee der Menschenrechte versteht, dass jedem Menschen schon aufgrund des Menschseins gewisse Rechte zustehen, von denen also niemand ausgeschlossen werden kann, egal wie deppert der oder die sich verhält. Der springende Punkt ist eben, dass die Dinger, also diese Menschenrechte, jedem zustehen, einfach weil es sich um Menschen handelt. Ja, und wer das nicht überreißt, der hat halt den springenden Punkt von den Menschenrechten nicht erfasst. Did you get the idea, wie wir Salon-Anglophonen sagen würden?
Jetzt kann man das mit dem springenden Punkt noch etwas präzisieren. Man hätte gern Hinweise darauf, warum die Dinge in der Mathematik funktionieren, und zwar so, wie sie funktionieren, und welchen Einfluss das auf die beteiligten Objekte hat, und wozu man das eigentlich alles tut und was dabei so herumkommt an Erkenntnissen halt. Und dann kann man unterscheiden. Man hat eher lokale, auf einzelne Inhalte oder Themen bezogene, lokale Ideen. Ja, ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt. Also zum Beispiel hat man da, kann man sich die Division, die kann man sich vorstellen als so einen egalitären Verteilvorgang. Ja, und solche Vorstellungen oder Ideen, die heißen dann oft, wenn die lokal sind, eher Grundvorstellungen, und einige nennen sie auch Kernideen. Wobei die Kernideen, die sind dann beinahe schon eher so ins Idiosynkratische gehende. Jetzt kann man fragen, wozu man braucht man die oder wie werden die denn wirksam? Fons meint, dann und nur dann, wenn die Ideen zum Nachdenken über Mathematik anregen. Wenn sie helfen, einen Gegenstand besser, anders oder überhaupt mal zu verstehen und hinsichtlich seiner Bedeutung einzuordnen. Und das funktioniert dann am ehesten, wenn man über Beziehungen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede ins Nachdenken kommt. Nämlich über das, was man schon gelernt bzw. gelehrt hat und das, was man erst noch lernen bzw. lehren soll. Oder über Dinge, die man bislang nur geahnt hat, jetzt aber im Unterricht ganz unbedingt ausdrücklich ansprechen muss, weil sonst beim Weiterlernen etwas schieflaufen könnte. Und die relationale Gegenstandsauffassung und der kritische Vernunftgebrauch lassen freundlich grüßen, schließlich auch Beziehungen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen mathematischem und Alltagsdenken. Das sagt Fons zunächst mal für lokale Ideen. Es gilt aber de facto auch für globale, universelle, zentrale oder wie auch immer man große Ideen nennen will, die man eben für größere Teilgebiete oder gar die ganze Mathematik für wichtig hält. Der Unterschied ist, man muss zumindest daran glauben, dass es in der Mathematik nicht nur lauter Einzeldinge und Einzelaspekte gibt, die für sich verstanden sein wollen, sondern auch rote Fäden, die die Mathematik im Inneren zusammenhalten und die dann auch für die Lernenden Kohärenz und Sinn stiften können. Ja, daran glauben aber eben viele Mathematikdidaktikerinnen und Mathematikdidaktiker und mindestens genauso viele Mathematikerinnen und Mathematiker. Jetzt höre ich Sie schon drängeln. Herr Fässer, mein Akku ist gleich alle. Welche Ideen sind das denn in der Geometrie? Ja, das schaut's euch dann in der Hausübung genauer an. Ich verrate hier nur so viel. Sie bekommen es mit zwei Vorschlägen zu tun und der erste davon stammt von Martin Dangel. Mittlerweile ist er Mitarbeiter im Bildungsministerium, früher hat er auch mal am IDM in Klagenfurt gearbeitet. Für Martin Dangel ist die elementare Geometrie im Wesentlichen die Lehre von der Strukturierung des Raumes und diese Strukturierung läuft nach den Ideen Form, Lage und Messen ab. Der andere Vorschlag kommt von Peter Bayreuther, einem mittlerweile pensionierten Mathematikdidaktiker der PH Weingarten. Sie sehen schon, Bayreuther neigt etwas zu umfänglicheren Formulierungen, was die Benennung seiner Ideen angeht. So, ich habe jetzt Feierabend. Hier läuft gleich noch der Abspann mit den Quellenangaben. Und Sie denken dran, gleich unten rechts hier wieder auf Zusammenfassung zu klicken, um das Abschlussquiz zu starten. Und danach, letzte Popkulturreferenz für heute, Sie wissen schon, abschalten.